Du musst verstehen, aus 1 macht 10. Aus 3 macht gleich, so bist du reich. Verlier die 4, aus 5 macht 6, so sagt die Hex. Mach 7 und 8, so ist's vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist keins. Das ist das Hexen-Einmaleins. Die Edda wurde vor über 700 Jahren niedergeschrieben und besteht aus Versen. Sie wurde in Altisländisch verfasst und es gibt die unterschiedlichsten Übersetzungen, natürlich mit den unterschiedlichsten Qualitäten. Denn je nach Übersetzung und wie gerade ja, der Schreiber und Übersetzer drauf war und was so kulturell zu dieser Zeit gerade abging, das wurde natürlich mit eingebracht in so eine Übersetzung. Die Edda gehört aber zu den ältesten Werken der Weltliteratur. Und sie ist die wichtigste Quelle unseres heutigen Wissens über die Göttersagen der Germanen. Denn wenn es die Edda nicht gegeben hätte, was wüssten wir denn heutzutage? Was wüssten wir über die Asen und die Vanen? Über Zwerge, über all die anderen Wesen? Über die Legenden von Odin und Thor, von Loki, Baldur und Tyr? Nichts wüssten wir dann. Und es gibt zwei wesentliche Edda-Quellen und das ist zu beachten. Es gibt nämlich die Prosa-Edda, die auch Snorri-Edda genannt und als jüngere Edda immer wieder zitiert. Und die Lieder-Edda, die wiederum als ältere Edda zitiert wird. Die Lieder-Edda enthält 16 Götter und 24 Heldenlieder. Und die Snorra-Edda oder Prosa-Edda, die wurde 1220 von Snorri Sturluson unter Verwendung alter Überlieferungen zusammengestellt. Diese ältere Edda bildet dann auch die Grundlage für die meisten Zusammenstellungen, wenn es um die Götter der Germanen geht. Diese Snorra-Edda enthält neben zwei Kapiteln über die nordische Dichtkunst im Allgemeinen auch die Gylfaginning, in der die nordische Götterwelt ausführlich dargestellt wird. In den Skaldskaparmal werden unter anderem die Kenningar erläutert, künstlerische Umschreibungen, die meist auf Geschehnisse der Göttersagen anspielen. Und es ist jedoch zu beachten, dass Snorri ein Christ gewesen ist. Und davon ist wohl seine Edda stark beeinflusst worden. Das heißt, zu beachten ist es immer, um welche Edda es geht. Zu beachten ist es, wer es wann übersetzt hat. Und so ist es oftmals sehr schwierig, wenn man beginnt mit der Edda, erstens mal zu wissen, von wem man gerade was liest und was dabei zu beachten ist. Und außerdem ist es verdammt schwierig, in diesen Versen am Anfang zumindest, wenn man dann so hineinliest, zu erkennen, worum es da eigentlich geht, was der Inhalt ist, wie das zusammengehört und was die einem da eigentlich sagen wollen. Die Edda so einfach zu lesen, ist eigentlich nicht. Um die Edda auch nur annähernd zu verstehen, bräuchte es wahrscheinlich zehntausende Leben. Aber die Edda ist zumindest ein Buch der Weisheit. Und es steht verdammt viel drinnen, wo man oft erst viel später und beim oftmaligen Lesen draufkommt, was das eigentlich für eine Bedeutung für einen selbst haben könnte. Und mit der Edda beschäftigen sich, glaube ich, auch alle Menschen, die irgendwie beginnen, sich mit Runen zu beschäftigen. Und mit der Kraft und Macht dieser Runen. Denn in der Edda kommt auch ein kleiner Vers vor, den ich jetzt vortragen möchte, der sich auf die Runen bezieht. Und so ist nicht verwunderlich, dass Menschen, die sich mit den Runen beschäftigen, sich irgendwann auch mal mit der Edda beschäftigen. Beziehungsweise Leute, die sich mit der Edda beschäftigen, sich auch mit den Runen beschäftigen. Aber das ist ein so weites Feld und ich weiß leider so wenig darüber, dass ich hoffe, irgendwann mal ein paar Menschen, ein paar Experten zu finden, die uns mehr zu diesem Thema erzählen können. Aber ich denke, für den Anfang sollte für euch mal reichen, zu wissen, dass es zwei verschiedene Eddas gibt und einfach mal beginnen reinzulesen und zu schauen, das Buch irgendwann mal wieder wegzulegen, wieder mal heranzunehmen. Es ist auf jeden Fall nichts, um einfach mal so drüber zu lesen, sondern eher ein Werk des Lebens. Weißt du zu ritzen? Weißt du zu raten? Weißt du zu färben? Weißt du zu fragen? Weißt du zu wünschen? Weißt du zu weihen? Weißt du zu schicken? Weißt du zu schlachten? So ist es schwierig, ob man sich quasi der Übersetzung von Gensmer widmet oder von Simrock widmet. Gensmer ist wohl etwas freier damit umgegangen und hat auch teilweise die Lieder in ja, andere Strophen zusammengewürfelt, hat sich aber sehr um das Versmaß wiederum bemüht.
Es ist wahrlich nicht einfach, die Edda zu durchblicken. Und so hoffe ich irgendwann mal, sehr bald vielleicht für euch noch eine besondere Edda-Sendung zusammenstellen zu können, wo wahre Experten zu Wort kommen können, falls es die wahren Experten der Edda überhaupt geben kann. Was ich ja bezweifle. Viel Spaß auf jeden Fall beim Einlesen der Edda. Ob Gensmer oder Simrock, versucht's einmal. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal bei Hagazusa TV, eure Lady Purple. Das Wurzelwerk, dieser Verein hat 5 Jahre gefeiert und es waren eine Menge Bands dabei, die wir euch heute vorstellen werden. Und außerdem noch, nein, außerdem gibt es eigentlich gar nichts. Okay, nochmal. Wir haben mitgefilmt und bringen euch Einblicke in das Leben dieser wunderbaren, unterschiedlichen musikalischen Bands. So ein Blödsinn, hm? Ja, musikalische Bands? Sind Bands unmusikalisch? Nein, davon gehe ich nicht aus. Musikalische Bands? Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Und wenn nicht, dann werdet ihr jetzt die wichtigsten Dinge dazu erfahren, die man wissen muss, wenn es um die germanische Mythologie geht, beziehungsweise Strömungen, die im Germanentum, nochmal, und es gibt natürlich Freya, die Göttin der Liebe, und Frigg, der wiederum Wodins Gemahl ist. Und sie ist auch als Frau. Warum sage ich der? Das ist eine sie. Ja, haben wir auch versprochen. Wodins. 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 Ja. Neue Wortkreation, wenn man nicht weiß, ob man Wotan oder Odin sagen soll. Wodin. Die Götter nochmal. Und es gibt Tyr, den einäugigen. Nein. Das war ein Blödsinn, der ist nicht einäugig, sondern einhändig. Es gibt Donar oder Thor, den Donnergott. Der ist wiederum der Sohn von Erda und Wodin. Warum sag ich schon wieder Wodin? Das pack ich nicht. Oh, Wahnsinn. Das ist echt unglaublich. Für die anderen ist das die längste Pranine. Sehr wortkreativ heute. Und mit dem Gepäck mit Duke Karan, nein, oh Gott, ist ein klares, sichtbares Symbolsystem, das unsere dieses Symbolsystem, also ein gar wissenschaftlicher Vorschlag, hier war eine, Blödsinn. Und deshalb entwickelte sie die Methode der Deshalb, das klingt so cool, diese 2 Sätze, die sind so vollgepackt. Es geht hier um die Sprache der Göttin nach Maria Gimbutas, die ein das gibt's ja gar nicht. Es geht nämlich um das sogenannte das darf nicht wahr sein. Ich finde die Christen total okay. Jetzt ist jeder, wie er weint. Passt schon. Okay.